Hi Leute, heute machen wir richtig leckere Rindfleischspieße und ich mache davon eine bisschen italienische Version daraus. Ja, und diese Rindfleischspieße können wir das ganze Jahr bei essen, aber bieten sich wunderbar an, jetzt gerade im Sommer diese Rindfleischspieße auf den Grill zu legen. Wenn ihr es im Winter macht, könnt ihr es gerne natürlich entweder im Winter grillen, geht ja auch, oder ihr macht es im Backofen. Ja, und wenn ihr das Rezept mal sehen wollt, wie ich das zubereite, dann bleibt einfach mal dran. So, ich habe hier leckeres Rindfleisch und italienische Würstchen. Jetzt kommt, muss ich es aussprechen, Salsicce. Passt, glaube ich. Ich glaube, ich habe es einigermaßen gut ausgesprochen. Ja, und das habe ich aufgetaut, weil ich kaufe es immer in größeren Mengen, friere es dann ein. Ja, und also gerade die Würstchen. Und das werden wir erstmal aus der Verpackung holen und dann richtig vernünftig zuschneiden. Zum Zuschneiden einmal auf einem Brett geben. Am besten auf einem extra Brett, so wie ich das mache, weil Fleisch einmal abwaschen, Brett noch einmal abwaschen. Das können wir eigentlich direkt machen. Und dann das Fleisch gleich in Würfel schneiden. Das Fleisch dann einmal trocken tupfen und dann einmal in Würfel schneiden. So, und das letzte Stück Fleisch auch noch zuschneiden. Und nun nehme ich hier die drei Salsicce und schneide die einfach in 2 cm große Stücke runter. Das macht er mit allen Würstchen. Jetzt nehme ich noch Bauchspeck und zwar gibt das eine ganz schöne rauchige Note. Und wir brauchen eigentlich nur einen Strang, aber den gibt es ja nicht einzeln. Den holen wir uns einmal aus der Verpackung raus. So, und ich schneide immer hier unten das ab, weil da bin ich nicht so der Freund von. So, und dann fangen wir an, schneiden das dann in ungefähr 2 cm dicke Streifen zu. So, dann haben wir das hier. Abfallfleisch kommt weg, könnt ihr eurem Hund geben oder einfach wegschmeißen. Gut, haben wir soweit alles mal vorbereitet. Und jetzt machen wir erst einmal die Marinade. So, für die Marinade nehmen wir eine Knoblauchzehe. Die werden wir gleich fein reiben, aber vorher, bevor wir die vernünftig fein reiben können, müssen wir natürlich erst einmal fein schneiden. Und dazu einmal pellen, erst einmal teilen. Mehrmals horizontal einschneiden, mehrmals vertikal einschneiden und dann einfach ganz fein in Würfel runterschneiden. So, und dann geben wir das alles in den Mörser rein. Den habe ich ja hier. Müll beiseite. Und dann nehmen wir Bio-Zitronen. Und zwar brauchen wir die Schale der Bio-Zitronen. Und ihr müsst mal gucken, welche neuer sind, welche nicht mehr so neu sind. Die sind die älteren, aber die reichen. Wir nehmen die Schale von 2 Zitronen. Da die ein bisschen weich ist, habe ich erstmal 3 rausgelegt. Vielleicht lassen die nicht so gut reiben. So, und die ist nicht mehr optimal. Da reibe ich zu viel Weiß mit ab. Deswegen nehme ich jetzt eine andere. So, das geben wir dann jetzt einmal zu dem Knoblauch. Und wir haben das Weiße hier noch dran. Und den Geschmack, das Aroma haben wir hier drin. Dann nehmen wir jetzt ein Olivenöl. Ein relativ mildes. Und erstmal geben wir hier einen Esslöffel rein. Und dann zerreiben wir das jetzt alles mal. Und als Schmiergel, als Schmiergelmittel, können wir etwas Salz dazugeben und alles pastös zerreiben. So, dann habe ich jetzt hier so Spieße. Die werde ich dafür nehmen. Und zwar fangen wir an. Wir spießen hier einmal etwas Rindfleisch drauf, dann etwas Speck und dann nehmen wir 1 bis 2 Blätter von Salbei. Meiner ist sehr zart hier. Dann ein Würstchen. So, und was wir machen können, ich habe ja auch noch ein bisschen Rosmarin. Wir möchten es ja ein bisschen italienisch haben. Ich reiße mir ein Stück ab und klebe das einmal praktisch zwischen die beiden, zwischen Schinkenspeck und Rindfleisch. Und dann machen wir es wieder ein bisschen darauf
Und fangen wieder an. Ich habe jetzt hier eine pastöse Marinade angemacht. Ich gebe noch ein bisschen Olivenöl rein, dass sie noch etwas lockerer wird. Rühre das jetzt noch einmal unter. So. Und gebe dann, nimm einen Pinsel und streiche das dann einmal hier ein. Von allen Seiten. Und dann sind wir nämlich fertig. So, und ihr habt gesehen, diese Rindfleischspieße zu machen ist wirklich mega einfach. Also immer Rindfleisch, Wurst, Speck, immer so ein bisschen kombinieren, Kräuter drauf, dann eine richtig schön leckere Marinade drüber geben. Könnt ihr ein paar Stunden einziehen lassen, ja, und dann ab auf den Grill oder im Backofen damit. Ihr habt's gesehen. Ja, wenn ihr es mal nachgemacht habt, schickt mir ein Bild auf die Facebook-Pinnwand oder eine Hashtag natürlich lecker. Könnt ihr auch auf Twitter, Google+, Facebook machen oder auf Pinterest, Instagram, könnt ihr gerne vorbeischauen. Könnt ihr mir auch ein Foto dort senden. Ansonsten schreibt einen Kommentar, würde ich mich mega drüber freuen, ja. Und dann bin ich raus und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.